Hallo und willkommen zurück. Ich habe schon lange keine Videos gemacht, aber das wollte ich mal schön festhalten. Ich habe ja ein New Direction Bait Boot, allerdings nicht das, sondern ich habe eins, welches noch eine Garantie besitzt. Und ja, dementsprechend, der funktioniert noch und alles läuft super. Ich habe mir aber ein defektes Futterboot aufgekauft, New Direction Bait Boot. Und ja. Und der hat ja hier hinten einen Wasserschaden, vielleicht kann man das auch sehen. Und die vordere Futterluke, die funktioniert auch nicht. Das wollte ich mir mal genau anschauen, was da für Probleme gibt. Und außerdem denke ich darüber nach, vielleicht ein paar kleine Upgrades zu machen. So sieht das Ganze aus. Vielleicht hat einer gesehen, vielleicht nicht. Das sind quasi die zwei Schwimmkörper mit jeweils zwei Batterien. Dann haben wir hier die kleinen Boards, dann unseren ja, Kompass, Antenne und GPS Modul. Und dann haben wir hier das Hauptelement, das habe ich schon zerlegt. Das war alles nicht so einfach. Ich mache das mal kurz auf. So sieht das Ganze aus. Es ist eigentlich ziemlich heftig alles verklebt gewesen. Es war nicht ohne das Ding auseinanderzubauen, aber ich habe es jedenfalls hinbekommen. Hier sieht man, dass hier hinten das Wasser reingekommen ist. Wahrscheinlich hier irgendwo. Da sieht man, dass hier alles schön ja, korrodiert ist oder oxidiert. Da muss ich auf jeden Fall mal was überlegen, wie ich das so abdichten kann, dass da kein Wasser mehr reinkommt. Viel interessanter ist, wirklich, was richtig interessant ist, wir haben hier Fake-Anschlüsse. Und zwar, das ist unser Antennenkabel hier. Und hier ist gar nichts. Und wie ihr das kennt, hat das New Direction Baitboot zwei Antennen. Das heißt, diese Antenne hier, die hat auch eine andere Farbe. Das ist ein Fake. Da gibt es gar nichts. Das ist einfach ein Platzhalter. Und ich überlege tatsächlich hier einen Range Booster einzubauen. Antenne ist ja schon da. Damit ich ja mit meinem Deeper einfach weiter rauskomme. Außerdem, was auch noch interessant ist, da sind ja zwei Elektromagneten, gehe ich mal davon aus. Habe ich jetzt noch nicht so richtig reingeschaut. Und die steuern die Futterklappen. Und die sind hier angeschlossen. Hier kann man das sehen. Das ist der vordere Elektromagnet, also die vordere Futterluke, die hintere Futterluke. Dann haben wir hier unter C unsere Haken-Release-Kupplung. Und dann haben wir hier nochmal zwei Ausgänge, D und E. Jetzt habe ich natürlich, oder ich stelle mir jetzt die Frage, ob die ja freigeschalten sind auf der Fernbedienung. Weil das wäre nämlich richtig interessant, weil so entstehen halt weitere Upgrade-Möglichkeiten. Egal, ob das jetzt, keine Ahnung, ein Motor für eine Kamera ist oder irgendwelche andere Module, die man am Futterboot verbauen kann. Auf jeden Fall, das muss ich definitiv überprüfen, ob die belegt sind oder ob die frei sind, ob die schon bereits ja, mit der Fernbedienung schon zur Verfügung stehen. Da müssen wir mal schauen. Ansonsten, ja, das hier habe ich mir schon von Anfang an gedacht, dass es ein Fake-Anschluss sein könnte und das hat sich bestätigt. Ja, und so sieht eigentlich das New Direction Baitboot aus. Ich habe schon oft im Internet gesucht, habe nirgendwo gefunden gehabt. Und da ich jetzt ein kaputtes aufgekauft habe und den sowieso aufschrauben musste, dachte ich, ich mache mal geschwind ein Video, damit ihr ja das gesehen habt. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Schrauben. Ich glaube, um die 30 Schrauben muss man lösen. Und dann ist das richtig heftig verklebt, vielleicht kann man das sogar sehen. Also komplett einmal außenrum. Da sieht man das sogar. Und das Ding aufzubekommen ist gar nicht so einfach. Da braucht man ein paar Hände mehr als nur zwei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal schauen, was wird.